So, guten Abend und frohen Sonntag. Kann man mich gut verstehen? Könnt ihr das bitte in die Kommentare schreiben? Ich habe eine neue Webkamera, eine neue Kamera gespendet bekommen von einem Zuschauer und das ist jetzt ein neues Mikrofon, deswegen bräuchte ich kurz die Info, ob man mich hören kann. Ist es verständlich? Funktioniert das Mikrofon? Sehr gut, wunderbar. Vielen Dank. Ja, heute gibt es keine Fragen und Antworten, sondern ich habe mich entschlossen, etwas thematisch zu werden bei diesem Gespräch. Ihr könnt gerne Fragen schreiben, und wenn diese Fragen zum Thema sind, oder Kommentare, und dann kann ich auch darauf eingehen. Das soll natürlich sein, dafür ist der Livestream da. Aber eben nicht um alles, sondern eher auf dieses Thema gerichtet. Es geht um den heiligen Dorotheus von Gaza. Dorotheus ist zumindest im russischen, slawischen Bereich eher als Abbas Dorotheus, also Avva Dorofei, bekannt. Als ich das erste Mal den Namen Dorotheus von Gaza gehört habe, habe ich nicht verstanden, wer das ist und habe auch längere Zeit nicht verstanden, wer das ist und um wen es geht. Und erst nach Monaten habe ich irgendwann herausgefunden, aha, das ist Abba Dorotheus. Dieses Buch, was hier mit Fontes Christiani erschienen ist, im Herder Verlag, kann man kaufen, beziehen in zwei Bänden. Der heilige Dorotheus hat nicht viel geschrieben, also ich glaube, uns hat nur dieses eine Buch erreicht, vielleicht noch ein paar Briefe. Dennoch ist er einer der bekanntesten Altväter, Mönchsväter. Denn das Werk, was er verfasst hat, ist sehr, ja, sehr einfach zu verstehen, aber auf der anderen Seite auch sehr tief. Und es geht in diesem Werk um das geistliche Leben. Kurz zur Person des heiligen Dorotheus. Er war ein Mönch im Heiligen Land, in der Nähe der Stadt Gaza. Und zuerst war er in der Unterweisung von zwei anderen Mönchen gewesen, Barsanophius und Johannes. Das waren seine Väter, die ihn eben gelehrt haben. Er selbst kam aus einer wohlhabenden Familie und nach einer Überlegung hat er sich eben entschlossen, noch als junger Mensch Mönch zu werden und ist dann ins Kloster eingetreten. Und als der Vater Barsanophius, wenn ich mich richtig erinnere, gestorben ist und der andere sich zurückgezogen hat, hat Dorotheus das Kloster verlassen und hat sein eigenes Kloster in der Nähe gegründet. Und in der Unterweisung seiner Schüler ist eben dieses Werk entstanden. Und ich würde so vorgehen, dass ich Teile von dem Buch lese und es kommentieren werde. Es ist sehr interessant und es sind keine oberflächlichen Informationen über die Orthodoxie, keine, ja, es sind eben praktische Sachen, die das geistliche Leben angehen, die wirklich die Leidenschaften betreffen, die das betreffen, wie man die Leidenschaften besiegen kann. Das erste Kapitel heißt über die Abkehr von der Welt. Und das hört sich zwar sehr monastisch an, aber es ist nicht mal so monastisch geschrieben, es ist nicht für Mönche geschrieben. Grundsätzlich, wenn man über Literatur für Mönche spricht, kann man sagen, manchmal schreiben die Mönche an die Mönche. Und so ist es auch hier beim Abba Dorotheus. Er schreibt immer an andere Mönche und er spricht von Mönchen.
Aber meiner Meinung nach kann man das Wort Mönch ersetzen durch Mensch. Überall, wo der von Mönchen spricht, kann man von Menschen sprechen. Denn Mönche haben keine besonderen Gebote von Christus bekommen. Es gibt kein spezielles Evangelium von Mönchen. Mönche versuchen, das umzusetzen, was Christus gelehrt hat, was ihm fehlt. Sie machen das zwar professionell, weil sie sich von der Welt abgewandt haben, aber nichtsdestotrotz ist das auch für uns eine sehr gute Anweisung, denn das, was Mönche erleben, geistlich, innerlich, das erleben auch wir. Die Versuchungen, die die Mönche haben, haben auch wir in unserem Leben. Und was eben für einen Mönch zu erreichen geht, das gilt auch für uns zu erreichen, denn alle streben gleich nach Heiligkeit, alle haben das gleiche Evangelium von Christus erhalten. Das erste Kapitel also. Im Anfang, als Gott den Menschen schuf, stellte er ihn ins Paradies, wie die Heilige Schrift sagt, schmückte ihn mit jeglicher Tugend und gab ihm das Gebot, nicht vom Baum in der Mitte des Paradieses zu essen. Und der Mensch lebte im Genuss des Paradieses, im Gebet, in der Schau Gottes, in jeglicher Herrlichkeit und Ehre. Er stand im Besitz seiner unversehnten Sinne und war in seinem natürlichen Zustand, wie er auch erschaffen wurde. Denn nach dem Bild Gottes machte Gott den Menschen, das heißt unsterblich, sich selbst bestimmend, geschmückt mit jeglicher Tugend. So, das ist also der Ausgangszustand, den wir Menschen hatten. Der Normalzustand war, wie wir das an Adam und Eva sehen. Adam und Eva haben mit Gott gesprochen. Gott ist Adam und Eva erschienen und Adam und Eva haben mit ihm geredet, wie mit einem anderen, mit einem Menschen, als ob er direkt in ihrer Nähe wäre. Und Gott hat ihnen geantwortet. Ja, wenn wir zu Gott sprechen, dann ist es nicht so eine direkte Kommunikation. Wir beten zwar, wir sprechen Gott an und oft bekommen wir unsere Antwort auch in unserem Herzen durch Zeichen. Aber bei Adam und Eva war das anders gewesen. Adam und Eva haben wirklich mit Gott gesprochen und Gott hat zu ihnen gesprochen und sie haben einander verstanden. Sie waren in Herrlichkeit und Ehre. Das heißt, es ging ihnen gut, sie waren immer glücklich, sie waren gesund gewesen. Das war der ursprüngliche Zustand. Wir lesen in der Bibel, dass der Mensch nach dem Bild Gottes ihm ähnlich erschaffen wurde. Es wird in verschiedenen Bibelübersetzungen verschieden übersetzt, diese Stelle. Aber die Bedeutung ist folgende, also dieses der Mensch wurde nach dem Bild Gottes ihm ähnlich erschaffen, das sind keine Synonyme. Gemeint sind zwei verschiedene Dinge. Und zwar, dass das Abbild Gottes, nachdem der Mensch erschaffen wurde, das war quasi das Muster, nachdem Gott den Menschen schuf. Gott hat einen rationalen Verstand und auch der Mensch hat einen rationalen Verstand bekommen. Gott hat Gefühle und auch der Mensch hat Gefühle bekommen. Und Gott konnte lieben und der Mensch konnte lieben. Gott war nicht allein, es ist die heilige Dreiheit. Und auch der Mensch hatte andere Menschen, denen gegenüber er seine Liebe ausdrücken konnte. Also viele, viele Beispiele dafür. Der freie Wille, den Gott hatte, hat den auch Menschen, den Menschen gegeben. Viele Beispiele dafür letzten Endes, dass Gott den Menschen ähnlich nach seinem Abbild geschaffen hat. Und dieses Abbild hat jeder Mensch. Egal wie er sich benimmt, egal wie tugendhaft oder sündhaft er ist, dieses Abbild hat wirklich jeder Mensch von Gott immer. Und dann gibt es aber die Ähnlichkeit Gottes. Und die heiligen Väter sagen, dass diese Ähnlichkeit eben der Zustand ist, den der Mensch erreichen soll. Er soll also nicht bloß nach dem Abbild Gottes skizziert sein, sondern er soll auch von sich aus, von seinem Willen aus, Gott ähnlich werden, in der Liebe, in der Tugendhaftigkeit und so weiter. Und das gilt zu erreichen. Und der Mensch hatte das Bild Gottes, er sollte zur Ähnlichkeit streben und er war auch viel ähnlicher Gott damals, als wir es heute sind.
Als der Mensch aber das Gebot übertrat und von dem Baum aß, von dem Gott ihm zu essen verboten hatte, wurde er aus dem Paradies vertrieben. Er fiel nämlich aus seinem natürlichen Zustand heraus und stand im Widerspruch zu seiner Natur. Das heißt, in der Sünde, in Ehrsucht, Genusssucht dieses Lebens und in den übrigen Leidenschaften und wurde von ihnen beherrscht. Denn er hatte sich selbst ihnen unterworfen durch seine Übertretungen. Ja, die Geschichte, die kennen wir alle. Adam und Eva essen. Nein, es war kein Apfel, es war eine Frucht, die nicht näher betitelt wird in der Bibel. Aber Adam und Eva entscheiden sich willentlich, gegen Gott zu gehen. Sie entscheiden sich willentlich zu sündigen. Und das führt dazu, dass der Mensch aus seinem natürlichen, heiligen Zustand, ja, das ist ganz wichtig, wir sind momentan in einem unnatürlichen Zustand und streben zu einem natürlichen Zustand. Früher war das anders, als der Mensch im Paradies war. Er war in dem natürlichen Zustand, ohne Sünde, ohne Krankheiten. Er sollte nicht sterben. Und dann kommt eben die Sünde und der Mensch fällt aus dem natürlichen in den unnatürlichen Zustand ein. Auch der Tod. Heute sagt man oft, der Tod sei etwas Natürliches. Aber das stimmt nicht. Der Tod ist das Unnatürlichste überhaupt. Der Tod gehört zwar zu unserem Leben heute dazu, wie Krankheiten und Sorgen und vieles andere, aber der Tod war von Gott nicht geplant und er gehört nicht zu unserer Natur. Und hätten Adam und Eva nicht gesündigt, hätten sie ewig gelebt. Sie waren also potenziell ewig lebend gewesen. Und eben durch die Sünde kommt die Ehrsucht, die Sucht nach der Ehre, dass man einen lobt, dass man einen hochschätzt, die Genusssucht, das ist das Essen, das Trinken, das ist die leiblichen Begierden, die sexuellen Begierden, die Leidenschaften, all das kommt erst, nachdem der Mensch willentlich sich von Gott abwendet. Da vermehrte sich schließlich nach und nach das Böse. Und es herrschte der Tod. Nirgendwo gab es Gottesverehrung, überall Unkenntnis Gottes. Ganz wenige nur, wie die Väter sagten, kannten Gott, bewegt vom natürlichen Gesetz. Solche waren Abraham und die übrigen Patriarchen, Noah und Hiob. Mit einem Wort, ganz wenige und sehr selten waren solche, die Gott erkannten. Denn damals entfaltete der Feind seine ganze Bosheit, weil die Sünde herrschte. Damals begannen Götzendienst, Vielgötterei, Zauberei, Mord und die übrige Bosheit des Teufels. Das ist die Beschreibung von der Abwendung des Menschen von Gott, von dem Prozess, der einsetzt, als es eine kleine Sünde gab. Ja, das Video wird gespeichert, wie das gefragt wurde. Gut. Da erbarmte sich schließlich der gute Gott seines Geschöpfes. Er gab ihm das von Mose geschriebene Gesetz, in dem er manche Dinge verbot und manche vorschrieb, wie zum Beispiel, das tut nicht. Er gab Gebote, sagte aber zuerst, der Herr dein Gott ist der einzige Herr, damit ihr Sinn von der Vielgötterei abgewandt werde. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Überall verkündete er, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen. Denn wenn er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, hat er gezeigt, dass es nur einen Gott gibt und er der Herr ist. Und wieder heißt es im Dekalog, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen, ihm anhängen und bei seinem Namen schwören. Darauf folgt, es soll für dich keinen anderen Götter geben, noch irgendein Gleichnisbild, sei es oben im Himmel oder unten auf der Erde. Denn die Menschen verehrten alle Geschöpfe. Und das ist auch sehr interessant, dass
in dem Absatz davor Götzendienst, Vielgötterei, Zauberei und Achtung, Mord auf die gleiche Ebene gestellt wird. Ja, es spricht ja nicht vom Stehlen, vom Ehebruch oder vom anderen. Ja, ganz wichtig, Mord ist aufgelistet nach Zauberei, nach Vielgötterei und nach dem Götzendienst. Denn wenn sich der Mensch von Gott abkehrt, wenn der Mensch nicht den einen Gott bekennt, dann ist seine Seele tot. Das ist die größte Sünde, sich von seinem Gott, von seinem Vater abzulenken, abzuwenden. Und deswegen ist das Erste, was Gott versucht, den Menschen zu vermitteln, durch die Propheten, durch die Vorväter, an den einen Gott zu glauben. Die Menschen damals waren so pervertiert, dass sie nicht einmal an den einen Gott glaubten. Und wenn sie nicht an einen Gott glaubten, wenn sie nicht zu ihm anbeteten, dann hätte es keinen Sinn gemacht, sie irgendwelche anderen Gebote zu lehren. Und das allererste, was Gott macht, er versucht, den Menschen mit sich selbst wieder zu versöhnen. Das Wort Religio, Religion, das hat zwar viele verschiedene Bedeutungen, aber die Bedeutung, die wohl die sinnvollste ist, beziehungsweise die Deutung von diesem Wort, die wohl die sinnvollste ist, ist die Religio, also die Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung des Menschen mit Gott. Durch die Sünde, durch den Sündenfall hat sich der Mensch von Gott getrennt und er wird mit Gott, der Mensch wird mit Gott wieder vereint in der Religion. Es gab nun der gute Gott das Gesetz als Hilfe zur Umkehr, zur Besserung der Bosheit, aber sie besserten sich nicht. Er schickte Propheten, aber sie richteten nichts aus. Denn die Bosheit war übermäßig geworden, wie Jesaja sagt. Weder Wunde noch Strieme noch entzündeter Hieb. Es ist nicht möglich, Salbe aufzutragen, noch Öl, noch Verbände. Das bedeutet, das Böse ist nicht nur an einem Teil oder an einer Stelle, sondern am ganzen Körper. Es hat die ganze Seele befallen, hält alle ihre Kräfte gefangen. Es ist keine Salbe aufgetragen. Das heißt, alles diente der Sünde, alles wurde von ihr beherrscht. Auch Jeremia sagte, wir waren wie Arzt für Babylon, aber es ließ sich nicht heilen. Das heißt, deinen Namen haben wir offenbar gemacht, deine Gebote haben wir verkündet, die Wohltaten, die Verheißungen. Die Aufstände der Feinde haben wir Babylon angekündigt, und es ließ sich nicht heilen, das heißt, es kehrte nicht um, fürchtete sich nicht, kehrte sich nicht ab von seiner Bosheit. Ebenso sagt er an anderer Stelle, sie nahmen die Erziehung nicht an, nämlich die Ermahnungen, die Lehre. Und im Psalm heißt es, jede Speise verabscheute ihre Seele und sie waren nahe den Pforten des Todes. Wir sehen also, die Menschen haben sich so sehr von Gott abgewendet, dass keine Belehrungen funktioniert haben, um sie wieder zu Gott zurückzuführen. Es wurden Propheten gesandt und wie hier beschrieben wurde, haben diese Propheten die Menschen angeleitet, wieder zu Gott zurückzukommen. Aber all das hat nichts gebracht, all das hat nicht funktioniert, denn die Menschen waren sehr verhärtet in ihrem Herzen. Die Menschen konnten sich nicht ändern. Und das ist letzten Endes auch der Grund dafür, warum wir Christus gebraucht haben. Darüber wird der heilige Dorotheus aber noch sprechen. Und jetzt kommen wir zu Christus. Da schickte der gute und menschenliebende Gott schließlich seinen eingeborenen Sohn. Denn nur Gott konnte ein solches Leiden heilen und überwinden. Ja, die Menschen waren so sehr in der Sünde verharrt. Sie waren so krank gewesen, dass eben nur Gott sie heilen konnte. Sie haben das selbst nicht auf die Reihe bekommen. Und deswegen, das ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass niemand außer Gott uns heilen kann. Und wer nicht diese Heiligung
durch Christus, durch die Taufe bekommt, der hat auch keine Möglichkeit, geistig gesund zu werden. Der hat auch keine Möglichkeit, sein Leben zu verändern. Denn die Menschen, die heute nicht getauft sind, die gleichen den Menschen, von denen hier gesprochen wurde. Die Menschen, die eben ohne Christus, ohne seine Errettung leben. Denn nur Gott konnte ein solches Leiden heilen und überwinden. Das wussten die Propheten sehr wohl, denn David sagt deutlich: Der du über den Cherubim thronst, erscheine, strecke deine Macht aus und komm uns zu erretten. Und Herr, neige die Himmel und steig herab und ähnliches. Auch alle anderen Propheten haben jeder auf verschiedene Weise vielfach solches ausgerufen, die einen, indem sie flehten, er möge herabsteigen, die anderen, indem sie versicherten, er werde ganz bestimmt herabkommen. Ja, das Versprechen an die Menschen, dass der Erlöser kommt, dass Christus kommt, das bekommen die Menschen ja noch, das bekommen die Menschen ganz am Anfang, das bekommen Adam und Eva. Ja, es gibt einen Hinweis, ich meine, das ist das dritte Kapitel der Bibel, da gibt es einen Hinweis darauf, dass Gott den Menschen einen Erlöser schickt. Ja, da heißt es eben, dass eben er den Kopf der Schlange zertreten wird. Und das ist die erste Prophezeiung über Christus. Ja, bereits, wie gesagt, drittes oder viertes Kapitel des Buches Genesis. Und das war auch von Anfang an notwendig gewesen. Gott hat verstanden, dass ohne diese Erlösung es für die Menschen keine Errettung geben wird. Doch es musste eine gewisse Zeit vergehen, damit die Menschen vorbereitet würden auf das Kommen Christi. Es kam nun unser Herr und wurde für uns Mensch, damit er, wie der heilige Gregor von Nazianz sagt, Gleiches durchs Gleiche heile, die Seele durch die Seele, das Fleisch durch das Fleisch. Denn ganz wurde er Mensch außer der Sünde. Er nahm ganz genau unser Sein an, seinem Anfang aus unserer aus Erde geformten Natur und wurde ein neuer Adam nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Damit Gott uns retten kann, nimmt er unsere Natur an, ja, er nimmt unser Fleisch an, er nimmt unsere Seele an, ja, und durch die Verbindung der göttlichen Natur und der menschlichen Natur wird die menschliche Natur verändert und geheilt. Und was auch eben interessant ist, der neue Adam, Christus wird als der neue Adam bezeichnet. Wer sich das typische orthodoxe Kreuz oder vielleicht russisch-orthodoxe Kreuz angeschaut hat, hat bestimmt gesehen, dass unter dem Kreuz es Knochen gibt. Das kann man hier wahrscheinlich schwer sehen, aber hier gibt es Knochen und fast an jedem Kreuz gibt es unten Knochen. Diese Knochen sind die Knochen von Adam, von dem ersten Menschen, von dem ersten Adam, das sind seine Knochen. Denn nach der Überlieferung wurde Christus auf der Stelle gekreuzigt, wo das Grab vom Adam war. Ja, und er wird zum neuen Adam, wie der erste Adam den Menschen das Leben gab, so gibt der neue Adam Christus den Menschen das ewige Leben. Denn er erneuert den Zustand der Natur und macht die Sinne wieder gesund, wie sie vom Ursprung her waren. Und die Sinne werden gesund durch Christus. Durch die Annahme der Taufe werden die Sinne des Menschen geheilt. Der Mensch bekommt eine andere Wahrnehmung in der Taufe. Er erneuerte den gefallenen Menschen, indem er Mensch wurde. Denn von der Sünde Versklavten befreite er den, der unter ihrer Gewalt lebte. Denn mit Gewalt und Tyrannei wurde der Mensch vom Feind beherrscht und auch die Nicht-Sündigen wollten, wurden zur Sünde gezwungen. Wie der Apostel an unserer Stelle sagt, denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Also, bevor Christus kam, wurden die Menschen mit Gewalt und Tyrannei des Feindes, des Teufels, gezwungen, das zu tun, was sie nicht tun wollten.
Und selbst Apostel Paulus, der führt das an, dieser sehr bekannte Spruch von ihm, das Gute, das ich will, tue ich, Entschuldigung, das nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Ich möchte das Gute tun, tue aber das Schlechte möchte ich nicht tun, tue es trotzdem und so weiter. Übrigens, ihr könnt auch gerne, wie ich schon am Anfang sagte, Fragen oder Kommentare zu diesem Thema schreiben. Ich würde jetzt nicht über alles Mögliche sprechen, das können wir ein anderes Mal machen bei einer Fragerunde. Aber wenn ihr hierzu Fragen habt, vielleicht Beispiele aus eurem Leben, dann könnt ihr die auch gerne schreiben und wir können das besprechen. Indem also Gott für uns Mensch wurde, befreite er den Menschen von der Tyrannei des Teufels. Denn er brachte seine ganze Macht, zertrümmerte seine Kraft und entriss uns unserem Unterworfensein und unserer Versklavung, vorausgesetzt, dass wir nicht etwa freiwillig sündigen wollen. Also, warum sündigen wir also immer noch, obwohl wir getauft sind und obwohl wir von Christus befreit wurden? Weil wir das wollen. Früher war das so, im Alten Testament, dass der Mensch gesündigt hat, weil er nicht anders konnte, weil er nicht geheilt war. Aber Christus kommt, heilt uns durch die Taufe, bekommen wir seine Heilung vermittelt und unsere Sinne werden geheilt, aber wir sündigen trotzdem, weil wir es möchten. Denn er gab uns die Vollmacht, wie er sagte, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Macht des Feindes, indem er uns von aller Sünde reinigte durch die heilige Taufe. Denn jede Sünde vergibt die heilige Taufe und nimmt sie weg. Wenn der Mensch getauft wird, werden ihm alle Sünden vergeben. Wir haben zwar nicht die Vorstellung von der Erbsünde, wie das in der katholischen Kirche praktiziert wird, denn also die Erbsünde, der Mensch kann nicht verantwortlich für etwas sein, was andere Menschen getan haben. Ja, wir sind nicht verantwortlich dafür, was Adam und Eva getan haben. Wir sind nicht verantwortlich dafür, was unsere Eltern getan haben. Wir können nicht zur Beichte gehen und Sünden unserer Eltern beichten, obwohl wir die Folgen dieser Sünde spüren. Und das Verständnis von der Erbsünde oder von der Ursünde, ja, ist eben nicht, dass wir verantwortlich sind und die Verzeihung bekommen müssen für die Sünde von Adam und Eva, sondern dass diese Sünde die menschliche Natur krank gemacht hat. Und wir müssen eben geheilt werden von der geheilt werden. Ja, diese Krankheiten, die wir bekommen haben durch die Sünden unserer Eltern, Ureltern, ja, die müssen geheilt werden. Das kann man heute sehr leicht erklären an körperlichen Beispielen. Es gibt Erbkrankheiten. Ja, Krankheiten, zum Beispiel Immunschwächen und so weiter. Eine Sekunde, einen Moment. So, Entschuldigung, das Licht war ausgegangen. Also es gibt Erbkrankheiten, die übertragen werden durch die Gene. Und obwohl eben der Sohn nichts dafür kann, dass seine Eltern eine Immunkrankheit hatten, und man könnte sagen, es ist ungerecht, dass er diese Krankheit bekommt, trotzdem ist es so, auch wenn es ungerecht ist, auch wenn es keine Schuld daran gibt, trotzdem bekommen die Kinder die Erbkrankheiten vererbt von ihren Eltern. Und nicht nur körperliche Krankheiten, sondern auch seelische Krankheiten. Denn ein Mensch ist ja, ein Mensch ist das Produkt nicht nur der zwei Körper seiner Eltern, sondern auch der zwei Seelen seiner Eltern. Und so kann es sein, dass wenn jemand von den Eltern zum Beispiel
zur Alkoholsucht neigt, dass diese Neigung auch an das Kind vererbt wird. Natürlich haben wir eine freie Wahl. Wir können uns frei entscheiden. Wir müssen nicht das tun, was unsere Eltern getan haben. Aber dennoch, es kann eine Neigung eben vererbt werden. Und so ist es auch mit der Neigung zur Sünde. Ja, wir haben diese Neigung zur Sünde von Adam und Eva vererbt bekommen und wie viele andere Krankheiten der Seele. Wieder aber erkannte der gute Gott unsere Schwachheit und wusste im Voraus, dass wir auch nach der heiligen Taufe wieder sündigen würden. Wie geschrieben steht, das Denken der Menschen ist zum Bösen geneigt von Jugend an. Ja, also von seitdem der Mensch jung ist, von seiner Jugend an, ist er zum Bösen geneigt. Deshalb gab er uns in seine Güte die heiligen Gebote, die uns reinigen, damit wir, wenn wir wollen, durch die Beobachtung der Gebote wieder gereinigt würden. Nicht nur von unseren Sünden, sondern auch von den Leidenschaften selbst. Ja, wiederum der Unterschied: im Alten Testament hatten die Menschen nicht die Wahl, im Neuen Testament haben die Menschen die Wahl, durch die Heiligung durch Gott wieder von ihren Sünden frei zu werden. Und es gibt die Gebote, die auch heute gelten. Ja, manchmal glauben Menschen, dass das Alte Testament für uns nicht mehr gilt. Natürlich im Gesamten, ja, im Gesamten ist es so, dass es das Alte Testament ist. Und das Neue Testament gilt für uns in erster Linie, aber beispielsweise die 10 Gebote, also alles, was im Alten Testament über Theologie und über Moral gesprochen war, das gilt für uns heute genauso wie für die Menschen damals. Und auch die 10 Gebote aus dem Alten Testament, die gelten für uns. Aber auch die weiteren Gebote, die uns zur Perfektion rufen, die gelten für uns heute weiterhin. Beziehungsweise diese Gebote zur Perfektion, die gibt es im Evangelium. Ja, das Evangelium ist viel höher als das Alte Testament und ruft uns zur Vollkommenheit auf. Und wenn der Mensch also heute, ein heutiger Mensch, sich entschließt, mit seinen Sünden zu kämpfen, kann er es mit Gottes Hilfe, durch die heilige Taufe, mit Gottes Hilfe kann er es schaffen, von diesen Sünden und Leidenschaften frei zu werden. Auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es eine Aufgabe fürs ganze Leben ist. Denn die Leidenschaften sind etwas anderes als die Sünde. Die Leidenschaften sind Zorn, Ruhmsucht, Genusssucht, Hass, böse Begierde und Ähnliches. Die Sünden dagegen sind die entsprechenden Verwirklichungen der Leidenschaften. Wenn jemand diese durch die Tat ausführt, wenn er jene Werke mittels seines Körpers tut, die ihm die Leidenschaften eingeben. Natürlich kann es sein, dass jemand zwar Leidenschaften hat, sie aber nicht zur Tat werden lässt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns in unserem ganzen geistlichen Kampf bewusst sein muss. Ich habe dazu schon mal ein eigenes Video gemacht, die 8 Grundleidenschaften, und auch über Sünden und Leidenschaften gibt es ein Video. Ich fasse das aber ganz kurz zusammen. Die Sünden sind die Taten. Wenn jemand stiehlt, wenn jemand zornig wird, wenn jemand stolz ist, wenn jemand am Sonntag nicht zur Kirche geht, wenn jemand etwas stiehlt, das sind alles Taten. Aber diese Taten haben einen Grund für sich. Warum passiert das immer wieder, dass Menschen zu Beichte kommen und immer wieder das Gleiche beichten und dabei auch oft sich beschweren, dass sie ja versuchen, nicht diese Sünde wieder zu tun, dass sie ihren Willen dazu aufbringen, dass sie sich konzentrieren darauf, nicht die Sünde zu tun, aber es dennoch tun. Der Grund dafür ist, dass es eine Basis für die Sünde gibt. Und das ist die Leidenschaft. Wenn jemand etwas stiehlt zum Beispiel, dann ist der Grund dafür, die Leidenschaft dafür, die Habsucht. Der Mensch möchte mehr haben, er möchte mehr Geld, mehr Sachen, er möchte Besitz haben, und das führt dazu, dass er stiehlt.
Es kann aber zu etwas anderes führen. Es kann dazu führen, dass er eine Karriere sehr stark anstrebt und sich nicht um seine Kinder kümmert oder sogar sich scheiden lässt von seiner Frau, weil ihn die Familie daran hindert zu verdienen. Manchmal geht er dann auch nicht mehr zur Kirche, weil er am Sonntag arbeiten könnte oder von der Woche schon zu müde ist, um in die Kirche zu gehen, weil er so viel gearbeitet hat bis spät in die Nacht. Also diese Leidenschaft der Habsucht, die kann zu vielen verschiedenen Sünden führen. Die ist der Grund für viele verschiedene Sünden. Und so gibt es verschiedene Leidenschaften. Es gibt 8 Grundleidenschaften nach der Lehre der Väter. Das ist eben erstes Völlerei, dann Unzucht, Habsucht, Zorn, Trauer, Verzagtheit,